So, Freunde, guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der Gannicus News. Ich bin zurück am allseits gewohnten Mittwoch und es gibt natürlich wieder Neuigkeiten aus der Bodybuilding- und Fitnessindustrie. Wie sonst auch habe ich für euch die meiner Meinung nach relevantesten und vor allem auch diskutabelsten News der vergangenen Woche zusammengesucht. Ich habe mir wie üblich auch die ein oder andere Notiz gemacht, dass wir hier nicht rumstammeln und Infos rauskramen müssen wie manch anderer, der gefühlt auf gut Glück einfach nur die Kamera anmacht und hofft, dass irgendwas dabei rauskommt. Ich habe auf jeden Fall ein paar Themen auf der Liste, aber bevor wir zu denen kommen, gibt es noch meinen Tipp der Woche, dass das mit den Gains auch was wird. Ihr bekommt bei uns im Shop auf gannicus-original.de weiterhin unser Crea Basic zum absoluten Toppreis. Das ist in dem Fall laborgeprüftes Kreatinmonohydrat in Pulverform, wie ihr es von uns kennt, inklusive Scoop und in der 500 Gramm Dose. Keine Fake-Rabatte, keine Fantasieaktion, die irgendwie kommen und gehen, wie man gerade Lust hat. Heute zahlt man 30 Euro, morgen dann nur noch 20 und am Ende ärgert sich der Kunde, weil er gar nicht weiß, wer in diesen Marketingabteilungen wieder was genau geraucht hat. Ich nenne jetzt keine Namen, sonst gibt es wieder böse Briefe und Nachrichten und man versucht im Zuge dessen zwanghaft die nächste Rabattfalle auszurollen. Wir sind auch nicht immer die günstigsten am Markt, das sage ich gar nicht. Ihr findet bestimmt auch irgendeine billigere Amazon-Ramschmarke oder auch irgendeine Rotstift-Brand, bei der ihr nochmal 50 Cent sparen könnt. Was ihr aber bei uns bekommt, ist immer den fairsten Preis, den wir euch anbieten können. Da müsst ihr auch kein Glück auf der Rabattsuche haben und wir auch nicht, dass ihr irgendwie vergesst, den Rabattcode einzutippen. Ihr wisst auch genau, wo eure Euros ankommen, nämlich unter anderem in diesem Format hier, aber auch im Gannicus Podcast oder bei Gannicus Progress oder auch wieder im Magazin, wo aktuell ordentlich Gas gegeben wird. Deshalb an der Stelle nochmal der Reminder, checkt gannicus-original.de ab und damit können wir dann auch schon ohne weitere Verzögerung, without further ado, ins erste Thema starten. Wir beginnen heute mit Explosionsgefahr, nicht etwa aufgrund des Themas an sich, wobei man da sicher auch wieder hitzig drüber diskutieren kann, sondern vielmehr deshalb, weil sich's in der Tat um Schusswaffen dreht. Der gute Flex Wheeler wurde nämlich mit einer Knarre im Gym gesehen, beziehungsweise ich muss das eigentlich anders erzählen. Er selbst hat sich für ein Reel filmen lassen, indem er kurz auf einer Trainingsbank seine Prothese richtet und ich würde sagen, erst beim zweiten Hinschauen fällt einem auf, dass eine Pistole in seinem Hosenbund steckt. Jetzt ist es für uns aus der Dachregion natürlich super befremdlich, weil wir haben zum einen sehr starke und sehr strikte Waffengesetze, was zum anderen dazu führt, dass wir eben nicht darauf konditioniert sind, tagtäglich bei irgendjemandem Schusswaffen im Hosenbund zu sehen. Auch in den USA führt so ein Thema aber definitiv zu Diskussionen. Das sieht man in der Kommentarspalte. Manche finden das vollkommen legitim. Andere wiederum sagen, das gefällt mir überhaupt nicht. Ob man eine Schusswaffe mit sich führen und auch offen zeigen darf, habe ich mir jetzt hier rausrecherchiert, hängt in der Regel in den USA sehr stark vom Bundesstaat ab. Genauso wie die Kaufmodalitäten. Meines Wissens nach lebt Flex Wheeler mittlerweile in Las Vegas, also in Nevada, die haben somit die laschesten Waffenregularien. Er kommt aber ursprünglich aus Kalifornien und dort ist es mit am strengsten. Alle anderen US-Bundesstaaten liegen irgendwo dazwischen, kann man fast sagen. So zumindest meine Recherchen. Wenn ihr da mehr wisst, gerne in die Kommentare. Ich konnte jetzt in der Kürze der Zeit nicht alle Waffengesetze der USA durcharbeiten. Das sind nämlich einige, kann ich euch sagen. Fakt ist auf jeden Fall, das, was Flex Wheeler da macht, nämlich offen eine Waffe tragen, ist in Las Vegas ganz klar erlaubt. Ob man auch immer alles machen muss, was erlaubt ist, kann man sicher in Frage stellen. Meine Antwort darauf kennt ihr ja. Ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass man Dinge, die man dabei hat, im Ernstfall auch benutzt, einfach weil man sie eben überhaupt erst nutzen kann. Vor allem, wenn es hitzig und emotional wird. Ihr könnt aber gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr zum Thema Waffe im Gym bzw. ganz allgemein zum Thema Waffenfreiheit steht. Bei Flex Wheeler ist es sicher auch nochmal eine Ausnahmesituation, so würde ich es jedenfalls bewerten, weil sollte es irgendwann irgendwie zu einer physischen Auseinandersetzung kommen, ist er halt aufgrund seiner Unterschenkelamputation
durchaus im Nachfall. Kämpfen kann der nicht mehr ganz so gut, glaube ich. Ob man die Knarre jetzt auf der Trainingsfläche offen zeigen muss, steht auf einem anderen Blatt. Einen gewissen Abschreckungseffekt hat es mit Sicherheit, insbesondere wenn man selbst keine Waffe bei sich führt. Weil man sagt ja so schön, komm nie mit einem Messer zu einer Schießerei, mit Fäusten schon gleich zweimal nicht. Salut Freunde, bevor es weitergeht, kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir versenden einmal pro Woche ein News-Update aus der Fitnessszene und das kostenlos als E-Mail-Newsletter. In diesem Update erfährst du alle Highlights aus der internationalen, aber natürlich auch aus der nationalen Welt des Fitness und Bodybuilding. Wenn auch du dieses kostenlose Update haben möchtest, dann klicke einfach auf den Link in der Beschreibung und trage dich kostenlos für unser E-Mail-Newsletter-Update ein. Ich wünsche dir jetzt noch weiter viel Spaß. Salut! Es geht weiter mit einem Max-Matzen-Video aus Istanbul. Dort war er zumindest, als er die Sequenzen aufgenommen hat. Mittlerweile müsste er wieder auf deutschem Boden oder eben auf jeden Fall nicht mehr auf türkischem unterwegs sein. Wir hatten es ja letzte Woche erst von der kleinen Shopping-Tour, die er mit Markus Hoppe und Ben030 gemacht hat. Da sind unter anderem auch Wachstumshormone in Form von Genotropin-Pens im Einkaufskorb gelandet und die gilt es natürlich in ihrer Funktionsweise auch vorzuführen. Für mich selbst war das Ganze absolutes Neuland, muss ich sagen. Ich habe mit diesen HGH-Stiften noch keinerlei Erfahrungen gesammelt, auch noch nie einen in der Hand gehabt. Es ist jetzt auch kein Hexenwerk, aber wer mit dem Gedanken spielt, HGH zu konsumieren, was ihr selbstverständlich tunlichst unterlassen solltet, bekommt die Gebrauchsanleitung in dem Fall sogar mit Video dazu, auch wenn es alles in der Packungsbeilage nochmal bebildert dargestellt wird. Man kann aber sagen, es ist um einiges einfacher und unkomplizierter als wie bei China-Wachs oder auch China-Peptiden, die Vials selbst anzumischen. Und wenn man einmal weiß, wie es richtig geht, kann man eigentlich auch nichts falsch machen. Das gilt aber dann auch für die stinknormalen Vials aus China. Max zeigt auf jeden Fall auch den einen oder anderen Kniff, wie man wirklich so wenig wie möglich verschwendet, weil die Konsumenten und auch die Interessenten werden es wissen, Wachstumshormone sind jetzt nicht die billigste Substanz, die man sich einverleiben kann. Noch ein Tipp am Rande, den Max auch mit auf den Weg gibt, ist die geringe Menge. Man darf etwas mehr als einen Pen haben. Deshalb belasst es maximal bei einem, wenn ihr die von irgendwo mitbringen wollt. Ich würde gar keinen mitbringen, aber falls die Freundin mal einen in den Koffer fallen lässt aus Versehen, seid ihr da mehr oder weniger auf der sicheren Seite. Soviel ich weiß, gibt es trotzdem eine Strafe, die ist aber bei weitem nicht so empfindlich, als wenn ihr 2, 5 oder 10 Stifte mit dabei habt. Behalten dürft ihr euer Zeug selbst im Fall der geringen Menge übrigens trotzdem nicht. Insgesamt für mich ein informatives Video in Bezug auf die PED-Anwendung, wie Max in der Vergangenheit schon viele gemacht hat. Man muss jetzt, finde ich, auch nicht unbedingt Konsument sein, um sich an den Infos zu erfreuen. Aber wenn man Konsument sein sollte, hat man da auf jeden Fall alle wichtigen Details zur Hand, um so ein Teil wie den Genotropin-Pen richtig zu bedienen und am Ende auch möglichst wenig zu verschwenden. Auch Steve Bentin hat es mal wieder in die Gannicus News geschafft, in dem Fall nicht wegen eigener Bodybuilding-Leistungen, sondern eher aufgrund seiner feinen Art, einem jungen Nachwuchstalent bei dessen ersten Schritten im Wettkampfsport zur Seite zu stehen. So wie ich das verstanden habe, macht der Steve das auch komplett unentgeltlich, aber berichtigt mich gerne, falls ich das falsch verstanden oder auch falsch interpretiert haben sollte. Es geht um einen 18-jährigen jungen Mann aus Syrien, der noch nicht ganz so lange hier in Deutschland ist, aber sprachlich dann doch schon sehr viel weiter zu sein scheint, als man das auch schon bei anderen Kandidaten gesehen hat. Auf jeden Fall soll der gute Amar, so heißt der junge Mann, in ein paar Wochen seinen ersten Wettkampf bestreiten. Ob das jetzt schon sein muss, lasse ich mal im Raum stehen, aber soll wohl auch nicht darum gehen, den ersten Platz zu machen, sondern eher ums frühe
Bühnenluft schnuppern. Ich tue mich auch immer so ein bisschen schwer, bei so jungen Leuten schon die Veranlagung fürs Bodybuilding zu erkennen, aber ich bin zum Glück auch kein Talentscout und man muss ja sagen, dass es deutlich schlimmere Dinge für 18-Jährige gibt, als fünfmal die Woche im Gym zu sein. Ich habe das ja schon oft gesagt, gerade am Anfang ist es sehr wichtig, überhaupt jemanden zu haben, an dem man sich halten kann. Wenn derjenige auch nur minimal Ahnung von der Sache hat, fährt man da besser, als sich alles selbst im Internet zusammenzusuchen und nachher irgendeinen Mischmasch zu fabrizieren. Steve hat zwar etwas in die Jahre gekommene Prinzipien, beispielsweise das mit dem Magerquark vorm Training, aber er selbst ist ja auch sehr weit gekommen mit solchen Ansätzen. Es geht halt manchmal nicht um die perfekte Strategie, sondern auch darum, eine nicht ganz perfekte Strategie einfach durchzuziehen. So ein bisschen bekomme ich Johannes Lukas Vibes bei dem Video, aber auch da muss man sagen, dass der Johannes sicher nicht sein Flavorpulver geteilt hätte, um auch den nächsten Restaurantbesuch sicher und unbeschadet zu überstehen. Steve hat seinen Schützling wiederum direkt mit Whey, Fokuskapseln und Hoodie ausgestattet. Kleiner Spaß am Rande, den gönne ich mir ja ab und zu in Bezug auf Johannes. Der nimmt mir das hoffentlich nicht übel, aber bei Johannes ist es ja auch so, dass er seine Jungs sehr oft gleich bei diversen Sponsoren reinbringt, was nochmal um einiges wertvoller ist, würde ich sagen. Ich finde es auf jeden Fall spannend, dass der Steve einen Jungspund unter seine Fittiche nimmt, vor allem unter dem Gesichtspunkt, dass Steve ja fast schon vehement dagegen ankämpft, sich selbst einen neuen Coach zu suchen. Eine gewisse Beratungsresistenz spielt da sicher mit rein, lässt sich auch nicht vergleichen, kann man definitiv dazu sagen. Ich meine, der eine ist 18 Jahre alt und der andere ist langjähriger IFBB-Pro, aber nichtsdestotrotz kann man auch da argumentieren, dass man mit fortschreitender Karriere irgendwann mal den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Wie dem auch sei, dazu ist meine Meinung ja hinlänglich bekannt, alles in allem trotzdem eine coole Aktion von Steve und dabei will ich es auch belassen. Wir kommen zum nächsten Thema und damit zu Tim Budesheim. Der war erst kürzlich für 2 Wochen in den USA, um das Land der unbegrenzten Möglichkeiten auch mal wieder im Aufbau und nicht nur auf Diät zu erleben. Unter anderem hat er in Tampa mit Brad Wilkin trainiert. Viel mehr habe ich Stand jetzt noch nicht an Trainingsvideos oder Kooperationen mit bekannteren Gesichtern gesehen, aber mit Sicherheit wurde da noch mehr gefilmt, was dann jetzt wohl im Nachgang nach und nach veröffentlicht wird. Man könnte fast sagen, der Tim eifert so ein bisschen dem Urs nach, was definitiv sehr clever wäre, weil auch der Urs geht da alles in allem mit sehr viel Köpfchen an die Sache ran, obwohl er noch um einiges jünger ist als Tim. Es ist aber der Karriere auf jeden Fall zuträglich, wenn man sich hin und wieder in den USA blicken lässt und dort auch auf Videos mit den amerikanischen Protagonisten zu sehen ist. Im Endeffekt ist es einfach so, dass der Sport größtenteils in den USA stattfindet und man, wenn überhaupt, nur sehr spärlich mal nach Europa rüberschielt. Urs hat das alles, so würde ich das zumindest interpretieren, für sich erkannt und auch genutzt, ist ja mittlerweile sehr dick auch mit Chris Bumstead und wird nicht umsonst als dessen Nachfolger gehandelt. Wenn Tim da einen ähnlichen Weg einschlägt und auch weiter an seinem Englisch arbeitet, was sich definitiv verbessert hat, würde ich sagen, wird sich das sicherlich sehr viel mehr gut als schlecht bemerkbar machen. Es war ja auch im Raum gestanden, meine ich mich zu erinnern, eventuell auszuwandern, was aber mit der Family im Hintergrund sicher nicht die einfachste Situation wäre. Tim hat aber ja Bekannte in Tampa und kann da sicher mal das ein oder andere Mal ein Bootcamp einlegen, weil Tampa und Miami sind jetzt von der Flugzeit auch nicht so weit weg wie beispielsweise LA oder auch Las Vegas. Im Zusammenhang mit Tim Budesheim muss ich aber auch ein paar kritische Worte finden, weil ein findiger Follower hat mir da einen Screenshot aus Tims Fragerunde geschickt, auf dem unverkennbar ein Seitenhieb gegen Max Madsen zu finden war. Ich habe keine Ahnung, was den Tim da geritten hat, aber um das vielleicht mal diplomatisch zu formulieren, würde ich mit solchen Äußerungen bedachter umgehen. Man tut sich damit jetzt nicht den größten Gefallen, aber das muss ja auch gar nicht Tims Bestreben sein. Er wurde nämlich gefragt, ob Max Madsen denn sein neuer Coach sei und er hat dann Folgendes geantwortet, ich zitiere:
Nein, habe auch noch nie mit ihm persönlich gesprochen. Demnach kann ich auch nicht urteilen. Das war's nur leider nicht, auch wenn genau das eigentlich gereicht hätte, meiner Meinung nach. Er hat im nächsten Absatz dann nochmal nachgelegt und Folgendes gesagt. Ich zitiere wieder. Ich mache seit 2008 Wettkampfsport, habe mich schon einige Saisons selbst vorbereitet. Ich wüsste nicht, was er mir beibringen kann. Den Smiley dahinter darf man auch nicht außer Acht lassen, aber den seht ihr nur, wenn ihr jetzt gerade auf YouTube schaut, weil da blenden wir den Screenshot natürlich ein. Insgesamt natürlich wieder eine schwierige Geschichte. Selbstbewusstsein ist ja immer gut, aber Hochmut und Überheblichkeit kommen sehr dicht dahinter, zumal Tim ja im ersten Absatz noch selbst sagt, dass er nicht über Max urteilen kann. Ich bin auch prinzipiell der Meinung, dass jeder was von jedem lernen kann, wenn es auch nur das ist, wie man es nicht macht. Max macht ja aber beispielsweise mit Enrico wirklich exzellente Arbeit und ich finde, man kann da durchaus auch eine Parallele zu Tim Budesheim schlagen, dass so eine Zusammenarbeit nicht auch auf fruchtbarem Boden fallen würde, halte ich mal für ein Gerücht, wobei sich da eher Max keinen Gefallen tun würde, wenn ich das so aus der Ferne analysieren müsste. Ich bin mir auch ziemlich sicher, Tim hat mit seinem neuen Coach eine gute Wahl getroffen, auch wenn ich jetzt nicht weiß, wie gut das Wort Coach in dem Fall passt, weil Tim ist ja bekannt dafür, auch mal jemanden nur drüber gucken zu lassen. Ich bin auch gespannt, ob und wenn ja, wann der Name gedroppt wird. Es ist aber ja eine Tatsache, dass bei Tim auf den letzten Wettkämpfen nicht alles immer so gut geklappt hat, wie es hätte klappen können. Und alles kann man da nicht nur auf den Trainer schieben. Also der Athlet ist schon auch in gewisser Weise mitschuld. Da dann zu sagen, ein Max Madsen, der selbst mittlerweile IFBB Pros vorbereitet, könnte einem nichts beibringen, halte ich für vermessen. Aber das ist auch nur meine Meinung, dass er sich selbst mal erfolgreich vorbereitet hat. Das mag stimmen, ja. Aber es geht halt jetzt inzwischen um Wettkämpfe mit den Besten der Besten. Und wenn man sich für den Mr. Olympia vorbereiten will, schadet es meiner Einschätzung nach nicht, auch mal neue Wege zu beschreiten und nicht immer nur das zu machen, was bisher zwar funktioniert hat, für die ganz großen Sprünge aber vielleicht auch nicht ausreicht. Eventuell habe ich da jetzt ein viel größeres Fass aufgemacht, als es hätte sein müssen, weil Max wird so eine Insta-Story wahrscheinlich nicht mal interessieren und Tim hat es natürlich auch überhaupt nicht so gemeint, ist alles ganz, ganz falsch rübergekommen, aber so ein bisschen muss ich da schon auch an Kevin Wolter denken, der auch hin und wieder die Kamera besser schon nach der Hälfte ausgemacht hätte, statt sich immer weiter in Rage zu reden. Ja, Freunde, letztes Thema für heute. Es geht um die Schar an Athleten, die mittlerweile die Flucht aus der Zusammenarbeit mit Stefan Kienzel antreten. Sowohl Schar als auch Flucht in Anführungszeichen. Das will ich kurz angemerkt haben, nicht, dass das hier direkt wieder falsch verstanden wird. Neben Tim Budesheim und Fabian Meyer gibt es jetzt nämlich eine dritte Profiathletin, die Stefan den Rücken gekehrt hat. In dem Fall seine Landsfrau Christina Brunauer, die sich ab sofort von Kim Otto vorbereiten lässt. In der Hinsicht ist dann Urs seinem Coach auch direkt zur Seite gesprungen und hat im Zuge einer Fragerunde das Zitat "Ist er zu hart? Sind sie zu weich?" verlauten lassen. Urs meint auf jeden Fall, die meisten bräuchten eher einen Psychologen und keinen Coach, wo sicherlich sehr viel Wahrheit drinsteckt. Auch sagt er, dass immer zwei Seiten zu einer Geschichte vorhanden sind und da kann man ihm ja auch nur beipflichten. Stefan ist in der Hinsicht sehr zurückhaltend und wäscht keine schmutzige Wäsche, was auf jeden Fall sehr edel ist, aber ob er sich damit den größten Gefallen tut, ist halt die andere Frage. Ich finde schon, dass man sich äußern darf und auch sollte, wenn irgendwelche Dinge über einen im Raum stehen. Wahrscheinlich wird Stefan irgendwas machen, was bei manchen Athleten vermehrt auf Unverständnis stößt und deshalb als letzte Konsequenz quasi die Reißleine gezogen wird. Was genau das ist,
Ich kann es euch nicht sagen, Möglichkeiten gibt es viele, auch wenn ich nicht unbedingt glaube, dass es was Persönliches ist. Ich sag's euch aber ganz ehrlich, wenn ich Trainer wäre, würde wahrscheinlich was Ähnliches bei rauskommen und bei sehr vielen anderen Menschen bestimmt auch, weil wir sind einfach nicht alle mit allen kompatibel und das ist auch vollkommen in Ordnung so, wenn ihr mich fragt. Wir hatten das ja jetzt schon öfter, es ist das Normalste der Welt, dass sich hin und wieder Wege trennen, sei es im Privaten oder auch im Beruflichen. Man darf bei der ganzen Stefan Kienzel-Thematik ja auch nicht vergessen, dass er mit Urs und auch mit Diogo Montenegro, heißt er glaube ich, zwei absolute Aushängeschilder ihrer Klassen in den eigenen Reihen hat. An der Stelle vielleicht auch nochmal ein letztes Statement von mir ganz persönlich, auch wenn ich mich eigentlich nicht wiederholen möchte. Ich selbst habe überhaupt nichts gegen Stefan Kienzel, wirklich überhaupt nicht. Wenn ich kritisiere, dann nur fachlich, sachlich und nie den Menschen dahinter. Man muss da ganz klar zwischen der Arbeit bzw. dem Produkt auf der einen und dem Menschen auf der anderen Seite unterscheiden. Ich schwimme auch keinem Schwarm hinterher, weil viele Dinge kommen hier ja auch zuerst, ohne dass ich vorher die Reaktion kennen würde. Man muss da als Community nur sehr stark aufpassen, weil wenn um eine Person ein gewisser Halo-Effekt geschaffen wird, wirken Kritik und auch schon neutrale Äußerungen oftmals sehr viel extremer, ganz einfach, weil sich das Verhältnis verschoben hat. Das macht die Aussagen absolut gesehen, aber nicht stärker oder schwächer. Man hat am Ende nur ein anderes Empfinden dabei. Das vielleicht noch ganz allgemein zu dieser Thematik und in diesem Sinne wäre es das dann auch schon wieder gewesen mit den Gannikus News für diese Woche. Kurz und schmerzlos, ich habe nichts mehr auf der Liste, dementsprechend sind wir durch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.